Und Lingenau ist auch sehr innovativ, vor allem wenn es darum geht, Lebendigkeit ins Dorf zu bringen. Eine der Initiatorinnen der Erzählbänkle und Erzählabende ist heute Morgen bei uns, Dagmar Timmers-Fehr. Einen schönen guten Morgen. Dankeschön. Wir stehen bei so einem Erzählbänkle. Was ist das genau? Also wir haben 28 Erzählbänkle in Lingenau. Die sind auf 4 Wanderrouten aufgestellt. Auf jedem Bänkle ist so eine Tafel, mit einer Tafel markiert, und wir haben hier einen QR-Code, den kann man mit dem Handy, mit dem QR-Code-Scanner auslesen, und dann kann man sich eine echte Geschichte von einem echten Lingenauer aus dem Leben gegriffen anhören. Okay. Und, oder man kann auch via die Website www.lingenau-erzählt.at gehen. Also es gibt 2 Möglichkeiten, und die Wanderer haben einfach Wanderwege mit ein bisschen was extra. Mit ein bisschen was extra, okay. Dann probieren wir mal aus, ob man auch gemütlich sitzt auf diesen Erzählbänkle. Frau Timmers-Fehr, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass man das machen könnte? Also wir vom Tourismusverein Lingenau, damals noch unter der Leitung von der Barbara Wild, haben gesagt, wir möchten mal ein größeres Projekt machen in Lingenau. Was Touristisches natürlich, wir sind ein Tourismusverein. Da haben wir uns einen kreativen Kopf aus dem Dorf geschnappt, die Isabella Natter-Spetz. Ich war dann damals ganz schnell eigentlich die Nachfolgerin von der Barbara. Und wir haben dann das auf die Füße gestellt mit diesem Erzähl. Ja, das Projekt heißt Lingenau erzählt. Da gibt es 3 Projekte, eigentlich 3 Teile, die Erzählabende, wo Erzähler wirklich in die Gasthöfe kommen. Hat auch bei Ihnen im Hotel stattgefunden. Genau, bei uns auch, ja. Und die erzählen dann eine Geschichte, wieder eine echte Geschichte. Da gibt es das Bänklefest einmal im Jahr, ein kunterbuntes Dorffest, wo die Bänkle bei den Gasthöfen aufgestellt worden und verschiedene kleine Events stattfinden und eben diese Erzählrouten. Das ist Standard im Sommer begehbar auf, wie gesagt, 4 Wanderrouten. Und wer erzählt mir jetzt da eine Geschichte? Also wenn ich diesen QR-Code scanne und da zuhöre, ganz gespannt, wer sind dann die Menschen, die da dahinter stehen? Sind eigentlich, ja, Lingenauer natürlich. Wir sind ja in Lingenau. Also ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen, keine besonderen Schauspieler oder irgendwas. Es ist teilweise auch Kinder. Wir haben auch eine Kinderroute. Mittlerweile haben wir sogar eine Musikroute. Da haben die Schüler von der Musikhauptschule Lingenau was gespielt. Also einfach Lingenauer, ganz normale Menschen. Und wie spielen sich diese Erzählabende zum Beispiel ab? Von der Elternliebe. Also diese Erzählabende bei Ihnen im Gasthaus? Also da kommen Erzähler bei uns zum Erzählen, und das ist eigentlich ganz faszinierend, weil wenn man jemanden fragt, möchtest du bei uns erzählen, dann sagt er als allererstes, nö, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Genau. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann hat eigentlich jeder was zu erzählen. Und es gibt dann eine ganz tolle, überraschende Atmosphäre, weil das Publikum merkt man gleich, das ist neugierig und macht mit, und die Erzähler werden, je weiter sie kommen in der Geschichte, immer sicherer und sicherer und merken einfach, sie können das, und es wird angenommen, und es ist fast schon ein bisschen magisch, würde ich sagen, also was da passiert. Ist auch überraschend, dass doch mancher da ein bisschen über sich hinaus wächst. Genau, da wächst, das würde ich so sagen, ja. Genau. Ihr Mann ist Holländer, kommt der jetzt da mit, dialektmäßig bei den Geschichten? Ja, im Anfang war es natürlich schon ein bisschen schwierig, er hat selber sogar eine Geschichte erzählt in Hochdeutsch. Aber ja, der Bregenzerwälder Dialekt ist natürlich nicht der einfachste, das stimmt allerdings. Mittlerweile ist er 7 Jahre hier, und doch, er kann gut, hat sich er erzählt alles. Gut also, akklimatisiert. Ja, genau. Der Wälder ist ja prinzipiell nicht der offenste Mensch. Ja. Kommt er da doch ein bisschen aus sich heraus? Also offen ist ein großes Wort, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist vielleicht eines der Vorurteile, die man über den Wälder sagt. Also ich würde sagen, das liegt mehr an der Art vom Menschen. Das ist nicht, dass der Wälder nicht offen ist oder ein Bregenzer Wälder. Ich würde sagen, er ist vielleicht bodenständig, aber es ist ja nichts Schlechtes. Ja. Wenn man mit jemandem spricht, dann ja. Dann, ich glaube, der Bregenzer Wälder ist ein offener Mensch. Sonst würde das gar nicht klappen mit einer Erzählbänkle. Okay. Vielen Dank, Frau Timmers-Fehr.